So Leute, ihr wisst Bescheid, wir haben Release-Woche, beziehungsweise letzte Woche war Release, ist fast schon eine Woche danach. Wie schnell die Zeit einfach vergeht. Wir haben am Dienstag ein Promopack aufgemacht, wir machen jetzt ein Premium-Promopack auf, ich kann es noch nicht mehr erwarten. Ja. Premium-Promopacks sind ja meistens die Dinger, die komplett in Foil sind. Und nachdem das letzte Mal das ganz gut angekommen ist, habt ihr vielleicht wieder eine Chance, einen Promocode für Arena zu bekommen, wer auch immer Arena spielt. Ich habe Mobile jetzt mal probiert und ich kann die Codes Mobile noch nicht mal eingeben. Also, what the fuck? Egal. Kommen wir zu unseren, oh mein Gott, Vollkarten. Die sind dieses Mal richtig voll. Seht ihr das? Also, in Zendikar Rising war das Foiling echt schlecht und das hier ist echt gut. Oh mein Gott. Das ist besser als aus dem Original-Set. Kristallreiser, 4-Mana, 4-4, Bestie mit Mutation. Oh Gott, ich muss Mutation erklären. Reichweite, verursacht Trampelschaden. Und immer wenn diese Karte mutiert, zerstört man Artefakt oder Verzauberung deiner Wahl, das bzw. die einen Gegner kontrolliert. Ihr könnt die Karte statt für 4-Mana für 3-Mana spielen, indem ihr sie auf oder unter eine andere Nicht-Menschenkreatur legt. Und dann eben, je nachdem, diesen Karten habt mit diesem Effekt und den unteren Sachen. Oder diese Effektbox auf die andere Karte drauf schiebt. Ich glaube, ich habe es richtig mal erklärt. Dann haben wir Frostbiss schon wieder. Der sieht auch richtig glitzernd aus. Hier kann ich mal schon mal so ein bisschen den Glimpse geben auf den Snow Layer. Aber das sieht nicht so aus, wäre das hier unten so krass. Schade. Ich muss mal die Snow Basics mir angucken. Ja, Frostbiss, ein rotes Mana, verschneiter Spontanzauber. Wir fügen einer Kreatur oder einem Planeswalker 2 Schadenspunkte zu. Falls wir 3 oder mehr verschneite bleibende Karten kontrollieren, machen wir 3 Schaden. Ich finde immer noch, wir hätten einfach einen Bolt draus machen können. Eine Mischung aus Shock und Bolt. Was soll der Geiz? Und unsere Rare ist... Was bist du denn? Beziehungsweise unsere Rare, unsere letzte Karte. Zyklonbeschwörer, dich kenne ich noch nicht mal. 7 Mana, 7-7, Riese, Zauberer. Wenn er ins Spiel kommt und falls du ihn von der Hand gewirkt hast, bringe alle bleibenden Karten außer Riesen, Zauberern und Länder auf die Hand zurück. What? Ihr seht ja das Foiling. Alter, ist das krass. Aber what macht die Karte? Ja. Gut. Und wie versprochen, ihr habt hier den Code. Vielleicht ist er noch da, vielleicht nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.